Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Karthago im Jahre 287 vor Christus. Unser höchster Beamter, der Sufet von Karthago, ist im Moment der große Metallomago, vermutlich der talentierteste Anführer, den wir bisher haben, 53 Jahre alt. Und ja, wir können gespannt sein, was ihm hier gelingen wird. Wir haben einen großen Plan hier in Spanien und da hat sich einiges diplomatisch ergeben, habe ich nämlich gesehen. Dazu kommen wir gleich. Das ermöglicht uns doch einige neue Optionen hier. Vorher müssen wir aber ein paar andere Sachen machen. Und zwar folgendes. Was mir eingefallen ist, wir haben ja unsere Gouverneure in den Regionen. Und die haben wir überhaupt, also die habe ich überhaupt nicht richtig auf dem Schirm gehabt, dass man die natürlich auch mal austauschen könnte oder gucken könnte, ob es nicht geeignete gibt. Und da haben wir wirklich ein paar schwache Leute hier. Zum Beispiel Himilko Barca, 67 Jahre alt, Redekunst 2. Das ist nicht dolle. Paltibal Hanit, 37, Redekunst 1. Hier ist Redekunst, glaube ich, relevant vor allem. Der bringt hier sogar Handelswert minus 10%, sehen wir unten. Ich glaube, die Redekunst hat Einfluss auf den Loyalitätszugewinn der Städte dort. Bin mir nicht ganz sicher. Er hat Redekunst 2, hat Loyalität plus 0,25. Er hat Redekunst 1, Loyalität plus 0,11. Ja, das spricht dafür. Wir werden die mal austauschen, weil das sind wirklich schwache Leute. Wir haben weitaus bessere dort. Und wir werden hier statt Himilko Barca vielleicht einen anderen Barca nehmen. Ich weiß es nicht. Germelkart. Ja, schaut mal hier, 9877, wir haben richtig gute Leute, aber der ist willensschwach, was dazu führt, Festungsverteidigung minus 10%, ist vielleicht auch nicht so das Besondere. Wartet mal, Gerbalit und Galestit, die fühlen sich auch zurückgesetzt, wir könnten Galesta nehmen. Gouverneur, Produktion von Sklaven, das ist an sich ganz schön, aber Forschungspunkte in minus 10% wollen wir nicht haben. Wisst ihr was? Dann nehme ich, glaube ich, hier diesen Hortensius. Produktion. Oh, der ist auch gut hier, der Gisco. Naja, Handelswert minus 5%, aber der Rest ist gut. Der ist aber schon 74. Der wird vermutlich nicht mehr so lange durchmachen. Unruhe minus 1 ist auch schön. Produktion von Sklaven plus 10% ist auch gut. Grausam. Okay, wisst ihr was? Wir werden hier Septimius einsetzen. Der ist stur, bringt Festungsverteidigung 53. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hat der jetzt das automatisch gewechselt, die Gouverneurstrategie? Kann natürlich ein Nachteil sein dieser Geschichte, dass ein neu eingesetzter mal eben diese Strategie ändert. Und ich glaube, er hat das tatsächlich getan. Okay, wir sehen aber, ich glaube, wir sehen das ja, 0,2 bringt er. Nee, dann hat die Redekunst doch keinen direkten Einfluss. Das wundert mich. Loyalität plus 0,2. Bin mir nicht ganz sicher, was jetzt die Redekunst wirklich verursacht. Also Loyalität scheint es nicht direkt zu sein. Nun ja, ich hoffe dennoch, das hat irgendeinen Nutzen. Sonst würde es da ja eigentlich nicht angezeigt werden. Und den tauschen wir auch nochmal aus. Da nehmen wir jetzt, wie gesagt, diesen Tertius Resius. Genau. Der passt mir ja auch ganz gut in den Kram. So. Wobei das natürlich durchaus von Nachteil ist, wenn jetzt hier wirklich die Provinzpolitiken so massiv geändert werden. Ja, das ist nämlich zum Beispiel unschön. Diese lokale Autonomie möchte ich eigentlich nicht unbedingt haben. Gerade hier Korsika habe ich mir überlegt. Hier könnte man kulturelle Assimilierung machen, denn wir wollen ja, dass hier Karthager sind, damit wir kolonisieren können. Das können wir im Moment noch nicht. Das machen wir mal hier. Okay, trotzdem geht die Loyalität nach oben. Das ist in Ordnung. So, und hier ist Handel fördern, finde ich gut. In Sizilien selbst, denke ich, sollten wir auch auf Handeln fördern gehen, ja. Machen wir das mal. Okay. Gut, trotzdem haben wir dort positive Loyalität. Das ist soweit in Ordnung. Dann haben wir die wichtigen Maßnahmen unternommen. Jetzt, ich überlege gerade, kommen wir jetzt zur Diplomatie oder wollte ich noch was machen? Gerbalit und Galestit sind verachtet. Ja, ist so. Ah, wartet mal. Ich habe noch eine Sache. Und zwar unsere Flotten sind teilweise noch nicht optimal besetzt. Wir haben hier die erste Flotte. Das ist ein Sechser. Das geht, würde ich sagen, gerade so. Wie alt ist der? Was macht der an Gerbalit?
Ja, den dürfen wir sowieso nicht wegnehmen. Die Familie fühlt sich schon so ein bisschen untergebuttert. Hier haben wir aber einen erbärmlichen, obwohl ein Fünfer geht auch noch gerade so. Gehört zu den Mago. Da könnten wir vielleicht noch bessere nehmen. Aber wir haben, glaube ich, noch einen schlechteren. Nämlich hier, diesen hier. Den Zweier. Der hat nämlich nur zwei. Und den tauschen wir aus. Gisco Barker. Was ist er? Ein Hanit. Könnte sein, dass die Hanits dann sauer werden. Wir haben ziemlich viele Siebener. Aber keine der. Wir gucken einmal von den Eigenschaften her. Disziplin plus 5%. Bin mir nicht sicher, ob das dann auch für die Schiffe gilt. Gucken wir mal hier. Das ist nicht so toll. Ich glaube, da nehme ich den Disziplinmann. Ja, Bosilkas Iskerbelidi wird hier eingesetzt. Okay, und wir sehen hier übrigens, hier sind Piraten in unserer Nähe. Ich denke, wir können durchaus mal diese Schlacht schlagen. Und was wir auch feststellen konnten, diese Automatisierung funktioniert irgendwie nicht. Zumindest nicht für den Piratenkampf. Deswegen bringen wir die einfach hier raus und schauen mal. Diese Armee bekommt hier Probleme. Die muss ich mal hier hinziehen. Kann sie aber nicht, weil die Kontrollzone ist. Ja, das ist doof, weil wir bekommen hier. Wir ziehen dann hier hin. Ich will keine Zermürbung haben. Und hier die Mauretanier erobern jetzt diese Barbarenfestung wieder zurück. Dann sollte sich das klären. Gut, soweit dazu. Jetzt kommen wir hier zu der diplomatischen Situation, von der ich anfangs sprach, die sich geändert hat. Als erstes, wir haben ja hier Beziehungen verbessern gemacht und wir sind jetzt in der Lage, zumindest eine Garantie abzugeben. Hier gibt es sogar die Chance, Stammesvasallenstatus zu erreichen, wobei die uns dann nicht in dem Krieg folgen. Das ist einfach nur, die bringen Manpower, was natürlich nicht schlecht ist. Ich denke, wir versuchen das mal, bieten Garantie an. Verbessert möglicherweise nochmal die Meinung, die sie von uns haben. Und führt dazu, dass hier diese starke Macht der Oretania sich nicht in diese Richtung weiter ausdehnt. Aber ich sehe gerade, das bringt tatsächlich keine. Doch, sie garantieren uns. Plus 1. Plus 10, entschuldigt. Bringt es doch. Gut, dann gucken wir mal, ob wir auf 100 kommen. Vielleicht noch mit einem Geschenk. Und dann können wir das mit dem Stammesvasallenstatus vielleicht sogar hinkriegen. Hier unten können wir keine Garantie. Wo haben sind wir aber noch aktiv? Wir waren noch irgendwo aktiv. Hier wäre das tatsächlich ebenfalls möglich. Aber hier hat sich die Sache insofern ein bisschen anders ergeben. Hier ist Uritanien sowieso dabei, die Unabhängigkeit zu garantieren. Wir machen es trotzdem mal, weil wir jetzt eh schon die Beziehung verbessert haben. Wir können das ja jederzeit ab brechen und wir haben noch die diplomatischen Beziehungen. Mal gucken, wohin uns das führt. So, jetzt aber das Wichtige. Und zwar zwei Sachen. Erstens, es gibt hier ein Land. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt ausgeschert ist hier aus der Allianz oder ob es neu entstanden ist. Mastien. Dieses Mastien hat jetzt kein Bündnis mehr. Es gibt hier einen Waffenstillstand. Hier ist irgendwas passiert, was ich nicht mehr genau nachvollziehen kann. Auf jeden Fall ist Mastien aus dieser ganzen Allianz ausgeschieden und ist jetzt gewissermaßen angreifbar für uns, weil es keinen Partner hat. Und jetzt das zweite Interessante ist, dass es hier einen Krieg gibt mit den nördlichen Nachbarn und dass sich hier irgendwas an der Gesamtsituation dahingehend verändert hat, dass wir Kontestanien theoretisch direkt angreifen könnten und dann Uretanien nicht dabei wäre. Und das würde die Situation deutlich entspannen. Hier oben allerdings ein anderer Partner. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir werden uns erstmal Mastien greifen, um dann hier gewissermaßen eine zweite Operationsbasis zu haben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir werden dementsprechend jetzt einen Anspruch fingieren, müssen jetzt die 180 investieren auf die Provinz Mastien. Südkontestanien könnten wir auch machen. Bin nicht ganz sicher, was das betrifft. Wir machen mal Mastianien, heißt es eigentlich. Okay, das scheint dieses Gebiet da zu sein. Nein, wir machen das Mastianien. Okay, und damit wären wir in der Lage, diesen Krieg zu erklären. Die Frage ist, wie wir das am besten dann praktisch anstellen.
Ich tendiere dazu, Folgendes zu machen. Wir werden diese Armee hier, das ist mir nicht ganz geheuer mit dieser Armee, die werden wir erstmal aus dem Gewaltmarsch rausnehmen. Wenn hier Barbaren kommen, ich weiß nicht, sollten sie sich erstmal die Einheimischen darum kümmern. Mit 4000 kommen die schon ein bisschen weit. Ich glaube, wir werden die Armee dorthin bringen und wir werden, tja, ich von hier, glaube ich, eine 11.000, eine weitere Armee dort nutzen. Wo haben wir unsere Flotten stationiert? Die ist dort, die ist dort, die ist da beschäftigt. Ja, ich denke mal, wir nehmen diese Flotte und holen die 11.000 dorthin. Und dann werden wir eine Seeoffensive machen, in der Hoffnung, dass der Gegner hier nicht vor Ort ist. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen erkunden. Lassen wir mal ein bisschen weiterlaufen. Dann sehen wir da mehr. So, wir greifen jetzt hier erstmal die Piraten an. Und wir importieren nicht länger Edelmetalle. Das ist natürlich unschön. Ach so, es sind jetzt sowieso vermutlich einige Handelsrouten neu dabei. Das ist überhaupt heikel mit den Handelsrouten, muss man mal so sagen, weil natürlich jede kostet hier uns 25 Zivilmacht. Und wenn dann die abbrechen, beendet werden von unseren Partnern, sind diese 25 Zivilmacht natürlich umsonst gewesen. Insofern muss ich schon jetzt entscheiden, mache ich weitere Handelsrouten, dann mache ich erstmal eine Erfindung. Ich denke aber, weil wir kurz vor einem Krieg stehen, werden wir hier eine Erfindung machen. Ich überlege gerade, welche nutzen wir. Gouverneursstrategie Änderungskosten gefällt mir auch gut. Zufriedenheit, falsche Kulturgruppe ist für uns sehr, sehr wichtig. Das können wir hier sowohl da oder da erzeugen. Ich denke, weil wir Religionsfraktionsmitglieder sind, die meisten werden wir akzeptierte Riten machen. Die Zusammenstellung einer Liste akzeptierter religiöser Riten, wie sie häufig von Ausländern in unserem Reich praktiziert wird, wird unserer ausländischen Bevölkerung eine gewisse Sicherheit geben. Ja, okay, das hilft uns zumindest bei der Kontrolle und Integration. Gut, dann können wir erstmal natürlich jetzt nicht den Handelsweg verändern und wir waren hier hinten und wollten diesen Schiffskampf verfolgen und ich sehe, dass es uns nicht ganz so gut geht. Borsilkas Iskarbelidi macht seine Sache eher mäßig gut. Wobei jetzt er ein bisschen, ja, jetzt bekommt er über Macht. Jetzt sollte was das werden, wobei die Moral sich beim Gegner regeneriert. Aber unsere wird zumindest nicht weniger und die Schiffe des Gegners werden weniger. Das ist doch zumindest erfreulich. Gut, die haben keine Verluste mehr hier. Das ist gut. Und die sind auf den Schiffen. Das heißt, wir werden jetzt mal hier hinfahren. Die brauchen noch ein Weilchen. Und wir verfolgen weiter die Schlacht hier gegen die Piraten. Oh, und wir haben tatsächlich ein Schiff verloren. Das sollten wir dann ersetzen, wenn diese Schlacht vorbei ist. Na gut, eigentlich bedrohten diese Piraten gar nicht unseren eigenen Handel, aber es ist, glaube ich, in jedem Fall gut, wenn hier Piraten bekämpft werden. Wir verloren zwei Schiffe, sie verloren sieben Schiffe. Wow. Okay, das ist doch eine ganz schöne Hausnummer. Dann lasst uns mal. Lohnt es sich noch vor die Küste zu fahren? Ich glaube eher nicht. Wir werden dann mal Folgendes machen. Wir werden mal hier in unseren Hafen fahren, uns reparieren und trotzdem gleich mal zwei Galeeren hier zur Flotte hinzufügen. Das muss ersetzt werden. Das können wir uns auch locker leisten. Okay. Ich gucke mal zur Sicherheit. Die Gerberlit. Oh, verdammt, die Gerberlits sind eine relativ große Familie. Übrigens, das ist richtig blöd, dass man hier nicht nach Alphabet oder sowas sortieren kann oder zumindest hier auch nach dem Respekt oder nach dem Anteil. Und ich sehe auch die. Nee, die Galestits, die sind irrelevant, aber die Gerberlits, auf die müssen wir ein bisschen achten. Gut. So. Jetzt ist endlich die Flotte hier angekommen. Die 11.000 Mann können hier reinspazieren. Und wo ist die andere Flotte, die wir auf den Weg geschickt haben? Ach, da ist die erst. Okay. So, es gibt noch Handelsvorschläge. Wir sollen können Stein und Oliven.
Ja. Nehmen wir an. Ganz hervorragend. Gut. Jetzt seid ihr ungefähr zeitgleich hier unterwegs. Das gefällt mir. Dann fahrt ihr auch hin. Ihr seid auf dem Weg in den Hafen. Und hier sind schon wieder diese verdammten Barbaren unterwegs. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Die machen echt Stress hier. Können wir die jetzt... Ne, wir können die nicht mal angehen. Weil wir im Einflussbereich dieser Festung sind. Dann müssen wir leider mal dorthin marschieren. Also das ist so ein Nebenschauplatz, der hier noch ziemlich unangenehm ist. So, eine lukanische Revolte möchte Wein. Das wird vermutlich nicht lange dauern, aber so lange nehmen wir einfach mal die Gewinne mit aus diesem Weinhandel. Dort kommt es erneut zur Schlacht und, ja, Gott sei Dank, die Barbaren werden erfolgreich bekämpft. Und hier ist endlich die Festung wieder. Die Festung wieder in der Hand unserer Nachbarn. Und das heißt, wir können zumindest hierhin marschieren. Ich glaube, ach so, das wird jetzt automatisch befreit. Genau, weil die Festung auch von Barbaren befreit ist. So, wann sind unsere Flotten da? Sie sind auf dem Weg. Und... Na, wir haben schon wieder Barbaren. Die sind jetzt tatsächlich in unser Gebiet gezogen, aber wir werden jetzt entsprechend reagieren. Genau. Der Feind wird angegriffen und vernichtet. Komplett vernichtet. Wir haben also die Barbarenmacht hier zerstört. Haben dadurch schön einen Sklaven nach Karthago bringen können. Und die Setniden-Familie, die Setner, die erhalten Geld. Durch den Verkauf der Sklaven vermutlich. So. Oh, 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 oh. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Hier sind nun gerade hier Piraten und blockieren dieses Gebiet. Kann man es wagen jetzt mit... Jetzt kann man das aber nicht mehr abbrechen, oder? Verdammt. Wir haben... Doch, wir konnten zumindest die eine Sache noch abbrechen. Aber das andere Schiff, das ist... auf jeden Fall dort auf dem Weg. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie auch hier nochmal hinkommen, dass das Einfluss hat. Vielleicht sollten wir doch beide schicken, wenn wir sie jetzt schon hier haben. Dann sollten wir mit beiden kämpfen. So, das ist echt doof gelaufen, hätte ich mir vorher anschauen müssen. Und wir sehen hier, der Gegner hat tatsächlich 14.000 Mann hier stehen. Naja, gut. Gegen 15 Piratenschiffe. Ich hoffe, wir werden nicht allzu sehr beschädigt. Gott sei Dank, keine Schiffe verloren. Das hätte bitter enden können für uns. So, hier ist die Flotte. Ne, dann schicken wir sie wieder zurück. Diesmal in diesen Hafen, dass sie sich zu Ende reparieren kann. Und der Moment ist gekommen, wo wir hier diesen Krieg erklären können. Und jetzt bin ich ein bisschen mal überlegen, ändern wir jetzt unsere Haltung wieder in Kriegslüstern? Ne, wir haben nicht... die Redekunst dafür, dann geht es natürlich nicht. Dann heißt es jetzt Krieg erklären, Eroberung von Mastianien und... Gott, wie viele Verbündete haben wir eigentlich? Wahnsinn. Das sind alles keine Stammesvasallen, sonst würden sie, glaube ich, nicht mit in den Kampf kommen. Wow. Okay. Gut, also die Eroberung beginnt. Wir starten damit und müssen dann von den Schiffen runter direkt dort landen. Okay, das machen wir. Die eine Armee landet, würde ich sagen, direkt hier in der Festung. Jetzt muss ich irgendwie die andere Armee hier mal richtig zum Greifen bekommen. Ich will nicht die Flotte, ich will die Armeen. Hier, da haben wir sie. Ihr landet hier. So, und dann hoffen wir mal, dass der Gegner uns nicht sofort angreift. Sonst könnte es vielleicht ein bisschen knapp werden. Und wir sollten auch ein bisschen langsamer machen bei diesem Manöver. So, mal sehen, ob er sich bewegt. Wenn er schlau wäre, tut er das. Weil dann hätte er zumindest den Landungsvorteil. Aber seine Moral ist schlecht. Und deswegen macht er es nicht. Es hat ihn... massiv überrascht. Er zieht jetzt tatsächlich weg woanders hin. So wie es aussieht. Was haben wir hier? Blockierte Häfen. Was? Wer blockiert uns denn hier? Ach, schon wieder Piraten.
Das Blöde ist, jetzt haben wir keine Flotte hier hinten. Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir eine von denen ab. Welche ist noch im besten Zustand? Moraltechnisch diese. Kümmert sich dann hier um die Piraten. Das darf nicht sein. Ihr merkt übrigens ein bisschen Performance-Probleme ab und an. Ist mir schon häufiger aufgefallen. Das Spiel leidet da ein bisschen drunter. Und ich habe auch eine Einstellung schon mal gedreht. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Ab und an laggt es. Selbst beim Pausieren manchmal. Kann aber jetzt auch natürlich an der Aufnahme liegen. Ist so ein bisschen schwierig zu analysieren, woran es nun wirklich liegt. So, okay, sie ziehen ab. Ich frage mich, wohin? Ich meinte, das Kriegsziel ist das hier. Sie können jetzt natürlich bei uns alles Mögliche belagern und erobern. Das werden sie vermutlich versuchen. Aber das wird ihnen wenig helfen, denn wir werden auf diese Art und Weise unser Kriegsziel erreichen. Okay, liebe Leute, also, wir haben hier möglicherweise einen Fuß in der Tür, um hier unser großes Ziel zu erreichen. Wir werden beim nächsten Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.